Die A1 in Nordrhein-Westfalen. Hans Raske und Hartmut Lippmann sind für die Reinigung von 19 Toiletten und Parkplatzanlagen zuständig. Überflüssig wird ihr Job nie. Da muss ich jetzt ein bisschen lachen. Also wenn das Wirklichkeit wäre, dass jeder das sauber hinterlässt, ist gut, dann sind wir über, dann brauchten wir nicht. Wenn jeder den Mülleimer benutzen würde, dann brauchten wir keinen Müll sammeln. Aber es ist halt nicht so. Der pinkelt mal rüber oder der findet das Loch nicht und dann wird da die Monatsbinde hingeschmissen und Taschentuch und du nochmal. Ich bin ja nicht zu Hause, kann ich ja nur, andere räumt es ja auf. Das WC ist zu, die Urinale sind noch offen, aber ich gucke immer erst bei der Dahn, weil da am meisten Betrieb ist. Naja, war ja klar. Hat wieder einer die Toilette verfehlt. Ja. Was soll man dazu sagen, ne? Also erklären kann ich da auch nicht viel. Ich kann mir das bloß vorstellen, dass viele die Toiletten nicht benutzen, um sich keine Bakterien oder sonst was wegzuholen. Und da setzen sie sich nur einen Arsch daneben und machen das dann in der Ecke. Erstens ist es jetzt sowieso, weil es kalt draußen ist, machen die das dann hier drin, ist ja ein bisschen wärmer, ne? Ja. Aber man kann sagen, in der Woche 3-4 Mal finden wir das vor. Das ist also Normalität für uns. Ne? Besser sieht es nebenan auf der Männertoilette aus. Außer Papier ist ja nichts weiter. Hans und Hartmut kümmern sich aber nicht nur um solche Hinterlassenschaften. Das sind so Überbleibsel von einem Graffiti, die wir jetzt wegmachen. Wir mussten notgedrungen schon vorher das wegmachen, weil da waren etliche Schriften, die eigentlich nicht jeder lesen sollte oder wenigstens die Kinder nicht. Und das sind die Überbleibsel und die werden wir jetzt wegmachen. Mit Graffiti-Entferner, Hochdruckreiniger und. Ja? Das ist hier auch auf die ganze Seite. Man kann ja da teilweise oben an den Scheiben noch sehen. Es ist von außen gespritzt worden. Und hier eben die ganze Wand war ein Schriftzug hier. Ne? Was die Öffentlichkeit, das an Geld kostet, das wegzumachen, ist unvorstellbar. Also wenn ich überlege, die ganzen Graffitis, die wir so haben, wenn ich jetzt noch andere Sachen dazu nehmen würde, dann hätte ich noch für 20 Jahre Arbeit, nur Graffiti wegzumachen. Um die Graffiti-Reste zu beseitigen, müssen Hans und Hartmut mit besonders aggressiven Reinigungsmitteln arbeiten. Ja, das Zeug ist auch nicht ganz ungefährlich. Vor allen Dingen, wer jetzt die Nase zusitzen hat, der hat sie gleich frei. Ihr könnt doch gleich mal eine Kostprobe nehmen. Es beißt ein bisschen in der Nase. Was bringt die Schmiererei denn ein? Nichts. Gar nichts. Die schmieren sie ran, wir kommen, machen sie weg. Wir haben nur Arbeit und kostet viel Geld. Das ist eigentlich Geld, was wir woanders verwenden könnten. Wenn ich mich verewigen will, dann setze ich mir irgendwo einen Stein hin. Und hier habe ich mal gestanden oder was oder sonst was. Aber auch das Zerstören dabei, was da kaputt geht. Die Fliesen mit den Jahren, wenn da immer wieder mit Graffiti-Entferner draufgegangen wird. Oder die draußen, die Klinker, die leiden ja auch darunter. Ne? Und eines Tages muss mal das neu gemacht werden. Ne? Mehr als 200 Millionen Euro kostet es den Staat jährlich, Graffiti-Schmierereien zu beseitigen. Das Hinsprühen dauert wahrscheinlich eine Viertelstunde. Und das Abmachen dauert, wenn ich alles rechne, 3 bis 4 Stunden. Plus Anfahrt, plus Materialkosten, plus meinen Arbeitslohn. Da können wir schon ein bisschen auf 500, 600 Euro rechnen, was so eine Aktion dann kostet, wenn es ein kleines ist. Es gibt ja auch Anlagen, die sind komplett eingesprüht. Da sitze ich manchmal 2 Tage bei.
Ja, es ist schon gefährlich. Man muss aufpassen, wenn das auf die Haut geht, das geht durch. Ich hatte mal einen kaputten Handschuh, da war die ganze Haut abgegangen von der Hand. Na? Also da muss man schon drauf achten. Ich kann erst mal die Schaufel nehmen und die Scheiße da hinten reinschauen. Lass mal an. Na? Lass mal an, keine Schaufel. Lässt du da wegspülen? Geht doch weg, ist doch kein Thema. Dann spülst du den Kanal. Mit dem scharfen Graffiti-Reiniger beseitigt Hans auch gleich die Hinterlassenschaften auf der Damentoilette. Ja, das ist eine Kleinigkeit. Ich sehe es gar nicht mehr. Komm weg. Mehr als 20 Minuten darf die Reinigung eines Häuschens nicht dauern, damit Hans und Hartmut ihr Tagespensum schaffen. Bei solchen Verschmutzungen ist das kaum möglich. Jetzt hängen wir ganz schön in der Zeit. Und die können wir durch schnelles Fahren auch nicht reinholen. Will ich auch gar nicht. Ich habe eine Gerichtsgeschwindigkeit von 130, sollen wir einhalten. Und schneller fahre ich auch nicht. Sicherheit geht vor. Auf der Straße und auf den Anlagen. Morgen kümmern sich Hans und Hartmut wieder um das Geschäft mit dem Geschäft.